Lustig. Dann die wieder hier, oder was? Halbstick von beiden. Einmal so. Ich schau noch mal kurz aus. Jetzt kann ich mir wenigstens einen kleinen Tank machen. Wow. Ist das teuer. Wow. Glass Panels. Hä? Ich hab dir doch Glass Panels rumfliegen. Wollte ich die Inventar dann sitzen. Kaputt. Wir hatten doch auch Obsidian. Wollt ihr mich gerade rollen hier? Ja. Wo ist das Zeug hin? Da war 10 Obsidian, habe ich da reingeschmissen. Das ist nicht verbraucht, ne? Ich hab's mitgenommen. Warum? Warum? Oh, ich brauch das. Mach mal. Da ist nichts mehr. Hab's doch noch. Hör mal zu. Was brauchst du das denn? Fürs Portal oder? Ich will auch gerade mal was ausprobieren. Hier mache ich das ganz kurz im Game Mode. Ja. Aber ich glaube, da ändert sich eh nichts. Ja, du musst doch nur, wo das Portal, wenn das Game Mode in dieses Portal reingeht, wo die Lava drin ist, dann macht einfach einen Raum hin. Was anderes. 37 hieß er. Sollte es ja funktionieren. Da wird sich hier nichts dran ändern. Aber ehrlich, bevor wir andauernd da drin sterben, werde ich gleich echt im Game Mode da was drum bauen. Das sagt euch doch gerade. Das würden, wenn unsere paar Zuschauer sicherlich verzeihen. Also, da kannst du, wenn du da nichts machen, da kannst du, dann ist das scheiße. Ja. Hast du da nichts von? Da steht schon, dass der Nether Hardcore ist, ja, aber trotzdem. Ja, genau, mach mal. Weil, wenn du das nicht weißt, weißt du, dann tust du ihn nicht vorbereiten, packst dir keine Potions oder so ein Quatsch ein und zack, tot. Ja, da stand da aber drauf, aber die Sache ist. Wo soll man wissen, dass man gleich in der Lava spawnt? Achso, stand das, dass man Potions oder so. Hardcore. Ja, Hardcore. Also, dass Nether schwerer ist. Nicht wie üblich, aber nicht, dass man in der Lava unten landet mit einem. Der Axt. Das nicht. Deswegen ist es mir gerade egal, weil sonst können wir nicht wirklich viel mehr machen. Na gut, ich sag echt. Wo wir wahrscheinlich eh mehrmals noch hier rein müssen. Ja, sicher. Allein Soul Sand wird wichtig. Dies Belerium. Vor allem hier ist alles voller Garst. Garst, die kann man bekämpfen. Ja. Aber nicht, wenn fünf oder sechs auf dem Haufen sind. Na, man kann sie bekämpfen. Besonders wenn du reinkommst, das erste Mal und gleich in die Lava geschossen wärst von denen. Ja, einfach drum bauen, fertig. Dann ist Jut. Nicht lang schnacken, einfach machen. Ach, als Maul. Ja. Nein. Akzeptiere ich nicht. Doch. Nö. Oh, jetzt sind das deine ganzen Löcher hier überall. Doch. Chris, machst du dir noch einen oben Ausgang oder so ein Quatsch? Ich mach die zu, die Löcher. Mach die zu, die Löcher. So leicht. Ich glaube, du machst auch wieder falsch zu, wo du aus dem Nether kommst. Wo du durchs Nether kommst. Ja, wo du, wo du hier rausgebaut hast. Draußen, unten in der zweiten Etage, da hast du rausgebaut. Nee. Warst du? Nee. Ja. Das weiß ich.
Ich habe ihn auf der anderen Seite zugebaut. Deswegen habe ich das Glas wieder reingesetzt. Fackeln! Zündest durch eine Fackel! Fackel! Behindert! 1, 2, 3. Jetzt haben wir hoffentlich noch Kohle. Oh ja, Charcoal haben wir noch. Ja, muss man wieder die Bäume abklatschen. 2, 4, 6, 8. Den Gast? Ja, das ist doch nicht schlimm. Meine Güte. Ah. Schätze ich an. Nicht. Ob die schwer wären. Hm? Schätze ich an, als ob die schwer wären. Mit Alchemie kannst du doch noch Strange. Falls es. Gibt's, glaube ich, auch. Oh mein Gott. Das war ein Rübsi. Rübsi, Rübsi, Rübsi. Anders hin. Hm? Ah, die Säulen gerade reiß ich ab. Ich reiß gerade alles ab hier unten. Okay. Und jetzt eine Fläche für Strom. Warum weißt du, wie die Scheiße sich ja gerade nerven? Du bist ja eh im Grammel-Mode. Ja, und der Ton aus. Wenn du im Grammel-Mode bist, dann kannst du Ton ausmachen. Ich bin gerade zu faul dazu. Außerdem kannst du auch chillige Musik hören. Stunde 17 schon wieder. Eine, what the fuck? Bei mir steht gleich 30 Minuten. Ah ja, gut, du hast ja 2 Stunden gecuttet, ne? Ja. Ich hab noch 1,5 Stunden gemacht. So, du auch noch weg. Machen wir erstmal. Gast. Ich glaub, die Gast. Manche Gast haben sogar Namen, genau wie die Pigments hatten Namen. Deine Mutter? Nee. Okay, dann. Wenn dir nichts einfällt, ist es meine Mama. Ja. Man kann nichts dafür. Okay. Ich spiele nicht Minecraft. Knopf, Knopf, Knopf. Oh Gott, komm, mach mir ein bisschen Platz hier. Das Öl tue ich mal gleich irgendwo safen. Kann man noch, glaube ich, gebrauchen. Sieht die Decke scheiße aus. Aber das Nether-Portal, das spawnt echt. 1901, Pasteur 37. Ja. Ja, fuck, was ist das denn für ein Gast? Wenn er einen Namen hat, dann ist das ein Supercast. Supergeil. Hey. Was steht da? Gorenbler Tarembler. Keine Ahnung. Kann ich lesen. Das ist irgendwas mit geiler Sprache. Besonders wenn sich das Herz nicht bewegt, ganz weit. Eben mit einmal das leckt. Das liegt am Nether. Nether! So. Du sagtest, unten wären. Oder wir haben Strom. Ich will mal eigentlich wissen, was mit den TNT-Dingern passiert. Ob man da Schaden bekommt oder so. Was haben wir denn noch? Furnace. Läuft der Furnace-Generator mit Kohle? Ja. Okay. Gibt es, Auto? Ne, gibt es nicht. Dafür bräuchte ich einen Sampler, den ich Auto craften könnte. So, warte mal. Fucking. Quatsch. Oh, meine Ohren. Oh, warte mal, ich hab da noch. Oh. Leck. Ja, wo ich gerade wieder aus dem Nether gekommen bin. Das Problem ist. Wir spawnen viel zu weit weg. Deswegen muss man sich einen Waypoint oben in der Base machen. Mhm. Dass man so wieder zurückkommt. Kann man mir nicht ruhig machen, so schlimm ist das auch nicht. Spart nur Zeit. Hm? Spart nur Zeit. Weg. Okay, komm wieder raus. Oh shit,